So, wir kommen zurück. Wir sind stehen geblieben. Wir gehen den Wahres Genug kennen. Beendet die endliche Schlacht zwischen den Pokémons. Psycho hat 2. Ja. Wir sind so ein Runden. Leichtspiel. Normalspiel, Komplettspiel. Nehmen wir ein Leichtspiel nur. Am Anfang. Wir können ja später mal mehr Runden spielen. Marius Battle Cannon. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kubo und werde euch herumführen. Diese Einöde ist ein Schlachtfeld. Die roten und die schwarzen Bob-Bombs bekämpfen sich ununterbrochen. Will dieser Kampf jemals enden, versucht die Streithände irgendwie zu einem Waffenschüler zu bewegen. Ein kleiner Tipp noch. In der Mitte ist Bowsers Gebiet. Der einzige Weg dorthin ist mit einem Flygirl zu fliegen. Also lass die Stadt einfach bestimmen. Ha, erster geil. Erstes Mario. Zweites Peach. Drittes Mario. Viertes Luigi. Das ist die Startreihenfolge. Ich habe ein Geschenk für euch. Ihr erhält 10 Münzen von mir. Aber sie wird sie fertig, sucht den Stern. Los! Lass mich euch zeigen, wo der erste Stern zu finden ist. Dies ist das Sternenfeld. Ihr habt den Stern, wenn ihr mir 20 Münzen gibt. Es geht los, Leute. Aber erstmal gehen wir in die Einstellungen. So, hier Spieloption. Ja, Minispiel. Ohne Erklärungswünsche, weil ich weiß, wie Spiele gehen. Dann hängen wir mit Speichern. Das heißt, ich weiß, wie die Spiele funktionieren. Ich werde es euch erklären, wenn sie kommen. Die Spiele, wie sie gehen. Ich sagte, wir haben mal ein paar Fans durchgezockt. Ich kenne mich voll aus. Ja. Warte mal, lade Kanonen. Also müssen immer, wenn wir mit den Bomben kommen, müssen wir immer... Wir haben immer mal alles hingeschossen. Ja. Und wenn der Stern gekauft wurde, verändert sich das Feld. Geht immer anders hin. Wenn wir ein paar Fragen reinkommen, dann ändern die Kanonen ihre Richtung. Also beide Parteien, die schwarze und die roten Bonbons, ändern dann die Kanonenrichtung. Oh. Und wir müssen uns diesen Kanonen weggeschossen sein. Wir können nicht weiter, wir werden automatisch abgeschossen. Dann alle gegen jeden spielen, was kommt. Blübentanz. Oder müssen wir zusammenarbeiten. Dann müssen wir zusammenarbeiten. Also, wir dürfen nicht von den großen Geistern erwischt werden und wir müssen auf Mario aufpassen. Mario darf nicht von den Geistern erwischt werden. Und wir müssen die Geister hauen. Das darf nicht passieren, was Peach gerade passiert ist. Wenn wir alle drei verflucht sind, diese komischen Fluch haben, dann passiert folgendes. Wir versuchen dann, dass wir Mario die Pflanze abnehmen, die Glühbirne abnehmen und bringt dann den großen Geist. Das darf halt nicht passieren. So, geschafft. Es gibt Spiele, wo wir zusammenarbeiten müssen. Es gibt Spiele, wo wir alle viel gegeneinander spielen. Sind wir unterschiedlich.
So. Wenn ich Glück habe, kann ich mir den ersten Stern kaufen. Ach so nicht. Ach toll, immer diese dumme Stufe 1. Ich habe auch kein Glück. Mario ist vorbei. Ja, Luigi hat gute Chancen. Bei diesem Pilzfeld muss er würfeln. Wenn er Rotpilz bekommt, darf er weitergehen. Wenn man den Giftpilz bekommt, dann muss man aussetzen. Wenn man Cooper begeht, bekommt man immer 10 Münzen. Wenn man die 10. Person ist, die vorbeigeht, bekommt man einen Bonus. Ja. So, das ist der Flyer, mit dem kommen zu Bowser. Einzige Möglichkeit. Und er kann euch jemanden herbringen. Zum Beispiel, das ist sehr wichtig, wenn jemand vor genau vom Stern steht und kommt zum Freigrill, kann man ihm für 10 Münzen befehlen, dass jemand jemanden zu uns bringt. Und wie gesagt, genau hier, wenn er genau vom Stern steht. Kann man zum Beispiel machen, ja. So, wenn Lüt jetzt Glück hat, dann... Nee, er kommt ja da rauf. Haha, wunderbar. Und einmal ist Toad auch bei Bowser irgendwann. Und dann bringt der einzige Flyer eine, der dann zu Bowser bringt für 10 Münzen. So, es gibt ein 2 gegen 2 Spiel. Wir zwei, ich und Peach gegen Mario und Luigi. Es kommt Bombsgefall. Also eigentlich Basketball mit Bomben. Wer fängt an? Ich hab die Bombe. Okay. Oh, man muss da oben in den Bowserkopf rein. Mario und Luigi müssen uns aufhalten. Warte mal, wir haben gewonnen, ich und Peach. Finish. Wenn man nicht die Bombe hat, dann muss man einfach hinrennen. Wenn die Bombe nach B kann man die Bombe abluchsen, aber ja, Luigi und Mario haben nichts gemacht, ja, einfach nur, sind aber nur umhergelaufen, so war das ein Leid für mich. Natürlich könnte ich abgeben, ich könnte die Bombe auch abgeben an Peach, aber mache ich meist nie, wenn ich die Bombe habe, weil es einfach nichts bringt. Moment, man wird eigentlich gespeichert? Das will ich eigentlich nicht, ich will hier weg. Nichts. Kein Sinn, was zu machen. Das ist blau, bin ich. Wurde sie gespeichert oder? Ja, ich hoffe, das ist richtig. Ich habe es nicht gesehen. Ich komme jetzt auch zu uns. Auf dem nächsten Feld kommen wir dann Peach kommt zu Bowser, auf das Bowser-Feld. Bowser ist wie immer böse und wünscht nur was Schlechtes. Bowser-Feld. Ja, da haben wir viel lustige Spiele. Naja. Fliegende Bowser. Ahaha! Wenn ich das lustige Spiel gibst du mir 10 Münzen. Für die Anzahl der Runden, wenn es am Ende so geht, verlangt Bowser immer mehr Münzen. Ja. So geht das. So ist das. So. Mario kommt jetzt auf das Feld, wo der Geist ist. Also Buhu. Und er geht vorbei. Buhu macht volles Buhu. Bei dem kann man, er klaut entweder Münzen oder einen Stern. Münzen stehen, das macht er kostenlos. Aber Sterne stehen, da fordert er 50 Münzen für den Stern. So, jetzt alles spielen. Wir drei gegen Peach. Und der Peach gegen uns. Kommt davon. Chaos Bowling. Da sind wir im Arsch. Da sind wir im Nachteil. Peach darf bowlen, muss die Kegel abräumen.
Wenn sie den gelben Kegel abräumt, bekommt sie eine Münze. Wenn sie uns abräumt, bekommt sie 5 Münzen. Wir müssen also den Kegel ausweichen. Finish! Also, sie müsste 11 Münzen bekommen. Von mir 5. Ja, 11. Und ein Kegel hat sie auch noch. Mich hat sie getroffen. So. Kann auch sein, dass es ein Nachteil ist. Kann alles sein. Ach, ist gut. Ich hoffe, ich komme zum Geist. Also, Mario ist vor dem Geist gelandet. Shit, ich auch. Ich komme auf das Sternfeld. Ich hoffe, dass ich zum Stern komme. Jawohl! Ich stehe ein Feld vom Stern. Ein Feld vom Stern. Mal, dass wir mal hinkommen, wir konnten ihn sowieso nicht kaufen. Also der Stern ist mir schon. Der erste Stern ist mir sicher. Auf jeden Fall. So, alle gegen Luigi. Was kommt? Nicht Kürbisklein. Nicht nein! Nein, nein, nein! Kürbisklein ist scheiße. Jetzt kann man den Stern nicht kaufen. Nein, Peach hat im ersten Münzen. Bei Kürbisklein kann man den Spieler viele Münzen abkrallen. Man muss das so machen, wenn man Kerzen kreiert, muss man A drücken und die anderen Puppen, die müssen auch A drücken, damit vielleicht das fallen lassen werden. Aber, ja. Peach hat 40 Münzen, jetzt hat sie nur noch 27. Also hat Peach jetzt Münzen verloren, ein Luigi, und zwar viele Münzen. 13 Münzen bekommt Luigi jetzt von ihr. Umso mehr Münzen man hat, umso mehr man verliert man auch, wenn ein Kimmes dann kommt. Also heftig. 2. Yeah. Gut, du hast genug Münzen, um den Stern zu kommen. Möchtest du sein? Ja. Jetzt bin ich Erster. Wenn jemand einen Stern hat, ist Erster. Wenn jemand zwei Sterne hat, ist, also ich bin Erster, weil ich einen Stern habe. Das ist ein Schlachtfeld. Selbst in diesem Niemandsland wird noch gekämpft. Jetzt? Wird der Stern jetzt? Yeah. Ja, wunderbar. Ich kann gleich zum nächsten Stern gehen. Aber... Oh, bitte Giftpilz. Nein. Bitte eine kleine Zahl. Oh ja. Wunderbar. Wunderbar. So, gut, also ich komme jetzt nach dem Land, komme ich dann gleich zum Geist wieder. Das nächste Spiel muss ich gewinnen. Wenn ich das nächste Spiel nicht gewinne, dann die kommen jetzt nicht zum Geist, ich auf das Startfeld. Wenn ich das nächste Spiel jetzt nicht gewinne, kann ich mir den Stern nicht kaufen. Ja. Dieses Sternfeld heißt, man darf ein Minispiel machen. Alleine, ein einsames Minispiel. Man spielt dann alleine ein Spiel, wo man gewinnen oder verlieren kann. Ja, unterschiedlich. Weil ich so auf der Front sein, komme ich einfach zurück auf das Feld mit den roten, hier. Ich wollte ja speichern, verdammt. Na gut. Nach der nächsten Runde auf jeden Fall. So. Luigi kommt auch wieder zurück auf Anfangfeld. Ich kann die Texte nicht. Wenn man die Münze zu Pause kommen muss, kann ich die Texte eigentlich nicht vorlesen. Weil der Gemüter drückt dann die Texte weg. Da kann, habe ich keinen Einfluss drauf. So, jetzt kommt Luigi auch zum Sternenfeld. Wenn ich jetzt Pech habe, schnappt den genau von der Nase weg, den Stern. Nein. Oder vielleicht doch. Nein, er muss aussetzen. Dann darf ich weitermachen, nächste Runde darf ich nicht würfeln. Alle gegen Mario, oder wir oder Mario. Puzzle. Oh, scheiße. Scheiße! Das können wir gar nicht gewinnen. Ach, verdammt. Ach gut, nächste Runde kann ich abschminken. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der immer
dass die immer auf den Männchenspieler gehen. Dieser blöde Wichser. Gut, den Stern kann ich vergessen. Dann gespeichert. So Leute, ich würde sagen, das war's. Wir machen gleich weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.